Wir sind ja immer noch nicht angekommen. Ich frage mich ja, wie lange dieser Flug noch dauert. Oh, ich habe etwas Köstliches zu essen auf meinem Tisch. Reis und Brot. Ah, die Bedienung war hier auch schon mal besser. Ah, naja, wir sind ja bald. Oh, Scheiße, was passiert denn jetzt? Fuck! Oh mein Gott, wir stürzen ab! Scheiße! Ah! Einatmen, 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 einatmen. Oh, fuck! Ah, Scheiße! Ah, was? Was? Ja, ich lebe. Halt! Wer bist du? Was machst du da mit meinem Jungen? Nein, lass ihn hier. Ah, überall Blut. Ah, und keine Passagiere, die übrig sind. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu Let's Play The Forest Staffel 3. Ja, jetzt geht's hier endlich mal wieder weiter. Nachdem jetzt ein paar Updates kamen. Die Insel ist ja total verändert. Das haben wir ja noch beim letzten Mal gesehen. Und mittlerweile gibt's auch wohl wieder ein neues Mutantenmonster, neue Waffen. TNT soll's geben mittlerweile. Ja, und da dachte ich mir einfach mal, es wird wieder Zeit, mal reinzuschnökern in The Forest. Lag die schon immer so komisch da? Naja, den Anfang kennen wir ja. Wir suchen uns jetzt erstmal ein schönes Plätzchen. Ungerne möchte ich hier am Flugzeug bleiben, da die Eingeborenen möglicherweise ja, hierher kommen werden. Sie haben ja jetzt hier Fleisch gefunden, den Jungen. Und ob sie uns verschmälern werden, das weiß ich dann nicht. Ich weiß auch nicht, wie die Eingeborenen sich mittlerweile verhalten, ob die jetzt wirklich die ersten Tage friedlich sind und dann erst aggressiv werden oder ob sie uns gleichfeindlich gesinnt sind und uns suchen. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ja, die Insel ist überarbeitet. Es gibt jetzt weitere Teile der Insel, sind begehbar. Ich glaube, das hatten wir auch noch. Wir waren auf so einem Berg oder so. Oder ich habe das offline kurz gespielt. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, was in der letzten Folge passiert ist. Aber naja, wir werden jetzt hoffentlich mal ein paar mehr Folgen aufnehmen. Wobei an The Forest, ja, das Spiel bietet noch nicht so viel Content, dass man da jetzt wirklich, weiß ich nicht, 1000 Folgen draus machen kann. Also wir gucken uns auf jeden Fall die paar Neuerungen an, wenn wir sie finden werden. Beim letzten Mal haben wir auch nicht alles gefunden, was wir eigentlich sehen wollten. Und ja. Ich hoffe, wir sehen alles, was wir sehen wollen und werden dann, ja, vielleicht kommt auch demnächst mit dem nächsten Patch ein besserer Content rein oder viel mehr Stuff, keine Ahnung. Das werden wir dann zusammen herausfinden. Es bleibt dabei, dass Forest nicht regelmäßig kommt. Ich weiß nicht, vielleicht alle 2, 3 Tage. Mal gucken. Ich nehme jetzt erstmal ein halbes Stündchen auf, baue mir eine Hütte und werde dann speichern. Und dann gucken wir mal, da ja auch zurzeit noch The Witcher läuft. Ja, The Witcher läuft noch. Habe ich auch noch viele Folgen auf Lager. Habe schon seit 2 Wochen nicht mehr aufgenommen oder nicht mehr aufnehmen müssen. Und bin auch total in Ark total vertieft zurzeit. Also, ich habe nur Ark die letzten 2 Wochen gespielt. Alien sollte ich heute auch wieder aufnehmen, eigentlich. Aber irgendwie fehlt mir der Antrieb zu den anderen Spielen gerade. Obwohl ich so Witcher übelst gerne weiterspielen möchte gerade. Aber Ark fesselt mich halt irgendwie. Aber ich werde mich dann doch die Tage durchringen und was anderes spielen. Und ja, mal gucken. Wir suchen uns jetzt erstmal eine schöne Stelle, wo wir bauen können. Und irgendwie gefällt mir diese Stelle hier. Ja, hier werden wir bauen.
Notes. Steht noch nichts drin. Die Effigies sollen mittlerweile ja auch vernünftig funktionieren und auch abbrennen. Mit der Zeit. So, die Basics kennen wir ja. Feuer. Ja, alles beim Alten. Floor Hole, das ist neu. Wir haben die Regale. Die Brücken. Ein Sap Collector, den kenne ich auch noch nicht. Custom Roof. Ja, also viel neuen Content scheint es hier nicht zu geben. Click, Crafting Area. Ja, brennende Pfeile kennen wir. Is close. Simple Bomb kennen wir auch. Molotov, Simple Bow. Handmade, Axe, Fire Touch. Ja, das kennen wir eigentlich alles. Das Inventar sieht auch noch recht gleich aus. Die Close ist mittlerweile rot. Die war ja zum Anfang blau. Hier haben wir ein Foto von unserem kleinen Jungen dran. Das ist neu. Das Walkie-Talkie. Ein paar Stickies haben wir. Ja, dann würde ich mal sagen, wir fangen an mit einem Lagerfeuer. Und dafür brauchen wir Steine. Dich nehme ich auch gleich mit. Und natürlich haben wir uns eine Stelle ausgesucht, wo es keine Steine gibt, oder was? Bäumchen fällen können wir auch gleich anfangen. Zack, zack, zack. Stein. Zack, zack, zack. Oh! Wir haben direkt an einem Dorf gebaut. Interessant. Moment. Diese Hütte könnte das... Oh. Oh fuck. Kann ich das wieder abreißen? Möchte ich nämlich gerne die Hütte da einnehmen. Sparen wir uns ein paar Wände. Ich glaube, das haben wir bis jetzt noch nie gemacht in so einem Let's Play, dass wir uns so eine Hütte gekrallt haben. Aber das ist ein ganz guter Schutz. Also. Wächst doch gleich ein Baum durch. Setzen wir das mal hier hin. So, zwei Steine fehlen noch. Die sollten wir hier aber finden. Das sind giftige Beeren. Die können wir zerstören. So, da haben wir das letzte Steinchen. So, ein Feuerchen allzeit bereit. Und dann gucken wir mal, dass wir uns hier eine Tür und sowas reinbauen. Da. So. Eine Tür. Ach, was will ich denn immer mit Inventar? Ich will hier. Nehmen wir sowas. Das sollte reichen. Müssen wir jetzt keine Spike Walls für, Na, ich denke, das klippt. So. Wie viel brauchen wir? 15 Baumstämme? Die kriegen wir doch ganz fix zusammen. Wir sind ja schon Überlebenskünstler in dem Spiel. Naja, Überlebenskünstler ist, glaube ich, zu groß betont. Meiner Meinung nach haben wir noch nicht länger als 12 Tage überlebt. Wie war das alles? Hier ist noch eine. Da ist noch eine. He-Man ist wieder am Start. Ja, zwei Baumstämme auf einmal. Kein Ding für uns. Wir sind einfach der geborene Hulk. Wie
Ich weiß immer noch nicht, wie dieser Typ aussieht. Aber von den Armen her ist er ja eigentlich kein Hulk. Das ist immer noch so geil, dass man in diesem... Das ist wirklich das einzigste Spiel, wo man seine Beine sehen kann, was ich jetzt so kenne. In Metro sieht man die Beine nicht, in Ark sieht man die Beine auch nicht. Also mir fällt jetzt kein anderes Spiel ein, wo man seine eigenen Beine sieht. So, dann haben wir das. Hier haben wir noch ein Bäumchen. Das Gute ist, da wir da vorne das eingeborene Dorf haben, haben wir auch gleich eine Höhle, die wir dann erkunden können. Ich frage mich, ob mittlerweile in den Dörfern auch was los ist. Da können wir gleich mal vorbeischauen. So, da haben wir dann schon mal eine Tür. Sogar richtig rumgebaut haben wir. Finde ich ja super. Hier haben wir noch ein Stümpfchen. Und jetzt brauchen wir noch zwei. Wir kriegen mindestens vier, glaube ich, aus dem Bäumchen heraus. Los, Schlag, feste, drauf. Oh, die Ausdauer. Kurz warten. Baum fällt. Nee, nee, ich will, dass du in diese Richtung fällst. Ach, Mann. Ich glaube, es geht auch gar nicht mehr, dass man Bäume so schubsen kann. Das von Gronkh benannte Baumsurfing. So, ich hoffe, das bietet uns jetzt erstmal genug Schutz. Aber sollte es ja eigentlich. Oder kann ich da oben auch noch... Nee, die kann ich wirklich nur auf dem Boden platzieren. Hm, wofür brauche ich denn noch Baumstümpfe, Stämme? Aber nicht zu viele. Ah ja, wir brauchen ja ein Shelter. Müssen wir ja trotzdem bauen. Obwohl man sich ja mittlerweile auch ein Bett bauen kann. Ah, passt doch. Dafür brauchen wir Stickies. Die finden wir. Hm, das Ding kann ich nicht zerschlagen. Und bam. Und dann sollten wir vielleicht mal das Feuer anmachen und unser totes Kaninchen brutzeln. So, dort können wir jetzt speichern. Perfekt. An. Entzünde er das Feuer. So, was ich schon mal machen kann, ist speichern. Oh. Mit Thumbnails. Ja, mit den Thumbnails müssen wir auch mal gucken. Bei The Witcher und Alien habe ich ja so einfache Thumbnails, aber bei Forest war es ja bis jetzt eigentlich immer so, dass die Thumbnails ein bisschen anders aussahen, also selbstgemacht waren. Das würde ich auch gerne beibehalten, da muss ich dann mal gucken, dass ich mich dort wieder ransetze. Genau, was wir uns hier noch hinstellen können, ist ein Lockholder. Dort haben wir ihn. Ja, ich stelle ihn einfach mal dorthin. Dafür brauchen wir 16 Sticks. Alter, was war denn das? Ach ja, der kann ja mittlerweile so einen starken Schlag, ne? Ja, Mann.
Oh, Pilze. Nein, nicht den Baum fällen. Ah, wir sind voll. Weil es ja auch so schwer ist, einfach mal 15 Sticks mitzunehmen, ja. Die kann man ja nicht einfach mal so stapeln. Das wäre viel zu schwer. Geben die Dinge eigentlich noch unendlich Blätter? Nee. Die haben ja am Anfang des Spiels unendlich Blätter gegeben. Da kommt man gegenhauen. Und die sind einfach nicht kaputt gegangen. War eigentlich ganz nett. Aber das haben sie mittlerweile dann auch rausgepatcht. Aber das ist auch okay. Man konnte auch irgendwie unendlich Sticks haben, wenn man einfach nur den Stick in die Hand genommen hatte und dann damit gebaut hat. Das ging auch am Anfang noch, aber das haben sie schon lange rausgefixt. Und das gleiche ging auch mit Steinen eine Zeit lang. So, da haben wir schon unseren ersten Baumstumpf im Holder. Jetzt gucke ich nochmal kurz ins Dorf und dann, ja, war es das, glaube ich, auch schon für die erste Folge. Und dann gucken wir mal, wie wir das weitermachen. Also auf jeden Fall wird The Forest demnächst wieder öfters kommen. Aber das sage ich ja eigentlich jedes Mal, wenn ich anfange, The Forest wieder neu aufzunehmen. Und in Staffel 2 habe ich es dann gerade mal auf 20 Folgen geschafft, glaube ich. Wobei Staffel 1 noch 50, 40, 30. Also auf jeden Fall mehr als 20 Folgen hatte, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Aber da konnte man ja auch noch am meisten Content bieten. Da war noch alles neu und aufregend. Und mittlerweile ist, naja, ist neu, ist nicht mehr aufregend. Doch, wenn die Ja, Mutti, ich komme ja nach Hause. Bleib ganz ruhig. Ich weiß, dass das Essen fertig ist. Okay, ich muss schon zugeben, das hat sich eben ein bisschen creepy angehört. Haben die etwa neue Sounds bekommen? Oh, Kisten. Oh, Lootkisten. Das macht das Ganze natürlich viel interessanter. Dynamit. Ha, so ihr Nutten, jetzt kommt her. Ich hab Dynamit. Und damit werde ich... Mittlerweile soll man auch... Ja. Die fliegenden Tische zerstören können. Aber ich muss sagen, es ist hier doch noch recht leer. Ist mir auch ganz recht. Ah, okay, es sind nur Soda-Dosen drin. Das ist natürlich ein bisschen schade. Da sollten sie vielleicht noch ein bisschen anderen Stuff mit reinpacken. Alter, chill. Doch gesagt, ich komme nach Hause, Mutti. Alter, hab ich mich gerade vor der Wäscheleine erschrocken. Ich sollte vielleicht eine Facecam mit einbauen bei dem Spiel. Ah ja, da steht auch Soda-Drinks drauf. Okay. Oh fuck. Das sind Kannibalen. Ich bewege mich ja langsam zurück nach Hause. Da hatten wir schon die erste unheimliche Begegnung mit der anderen Art. Sie waren auf einmal da. Wie kann man hier eigentlich die Kui ausblenden? Geht das? Naja, egal. Das probieren wir dann beim nächsten Mal nochmal, die GUI auszublenden, wenn wir so schöne Aussichten haben. Jetzt würde ich erstmal sagen, für heute haben wir genug Eingeborene gesehen. Ich hau mich aufs Ohr. Ich hau mir aufs Ohr. Ah, und es ist morgen. Super.
Dann speichern wir an dieser Stelle nochmal. Ja. Und dann bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Ich brenne gerade. Ah nein, ich hab Durst. Ich hab Durst. Fuck, wie kann ich denn was? Ach, ich bin auch so doof. Ich hab das Soda dabei. Oh, ich Idiot. Okay, wir speichern nochmal schnell, dass wir getrunken haben. Ja, und dann bis zum nächsten Mal, meine sehr verehrten Damen und Herren. So, meine Freunde, willkommen auf der neuen Endcard auf diesem Channel, zumindest zu dem The Forest Let's Play. Ja, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Es ist ja immerhin viel passiert. Wir sind auf einer Insel gelandet. Kennen wir noch gar nicht. Ja, und zwar direkt in der Nähe des haupteingeborenen Dorfs. Das hat sich ja nun seit der allerersten Version von The Forest nicht verändert, anscheinend. Und haben da in der Nähe gleich mal das kleine schnieke Hütchen hier in Beschlag genommen. Und dort werden wir unsere Basis weiter ausbauen. Vielleicht ziehen wir auch irgendwann um. Das werden wir dann in den nächsten Folgen sehen, die noch nicht aufgenommen sind. Hust. Ja, mittlerweile ist eine Woche vergangen. Mal gucken, wie gesagt, Forest kommt unregelmäßig. Aber es bleibt wahrscheinlich spannend, denn wir waren ja schon in dem haupteingeborenen Dorf und haben dort schon die ersten Kannibalen gesehen, also die Wilden. Nicht die zivilisierten Eingeborenen, sondern die unzivilisierten Kannibalen, die Spackos. Ja. Des Weiteren habe ich hier auf der Endcard für euch noch zwei Links zu jeweils anderen Let's Plays eingebaut. Ich hoffe, das funktioniert alles. Die müssten jetzt auf der spiegelverkehrt rechten Seite sein. Oder links? Rechts, links, rechts. Scheiße. Links. Links. Die müsste links sein. Links. Ja, einmal zu The Witcher 3, Wild Hunt. Geiles Spiel. Geiles Let's Play, meiner Meinung nach. Zumindest, weil ich das Spiel geil finde. Und Alien Isolation. Ja, wer ein bisschen Bock auf Horror hat, für den genau das Richtige. Mal gucken, vielleicht packe ich in die nächste Endcard etwas anderes. Vielleicht auch das Gleiche. Wir werden sehen und ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Und bis dahin, ihr wisst ja, immer schön überleben.